Und wir haben in den letzten paar Tagen, in der letzten Woche leider Gottes schlechte Nachricht für diese Leute bekommen. Sozialhilfe Neues beschlossen worden. Was kannst du bitte mir und uns erzählen zum neuen Sozialhilfegesetz? Vor allem, welche Auswirkungen hat dies auf Frauen und auf Kinder? Ja, ich kann leider gar nichts Gutes sagen und ich muss es wirklich sagen, was da abgeht, das ist abscheulich und es ist menschenunwürdig und es ist unsozial. Es will diese Bundesregierung, will uns einreden, dass dieses Gesetz gerechter ist. Da kann man nur laut lachen. Es werden vor allem die Frauen betroffen sein, die werden massiv betroffen sein und wieder mal die Frauen mit ihren Kindern und vor allem die Alleinerzieherinnen. Und ich verspreche euch eines, ich habe in den letzten Wochen gekämpft wie eine Löwin und das eine oder andere ist gelungen und ich werde in der Steiermark genauso kämpfen, dass es zu keinem Gesetz kommt, wo wieder die Frauen die sind, die draufzahlen werden. Da habt ihr mein Versprechen. Dankeschön. Ich glaube, das war noch nicht alles, weil wir haben uns ja ausgemacht und es ist immer die große Herausforderung. Im Parlament bin ich inzwischen schon gewohnt, 3 Minuten zu reden. Man glaubt gar nicht, was man in 3 Minuten alles reden kann. Das heißt, die Doris hat noch ein bisschen was und ich glaube, ihr Herz wird übergehen. Und ich sage euch jetzt eins, als wirklich stolze Frauenvorsitzende von Graz, wir werden uns unseren Anteil holen. Unseren Anteil an der Arbeit, unseren Anteil an den Jobs, unseren Anteil an der Macht. Das steht uns nämlich zu. Und solange wir diesen Anteil haben, liebe Frauen, und jetzt will ich ein Signal von euch, solange werden wir gemeinsam kämpfen, bis wir das haben, was uns zusteht. Freundschaft! Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!